Ja, einen wunderschönen, prächtigen, herzlich willkommen beim Drug Dealer Simulator 2. Ich habe jetzt endlich meinen Mitarbeiter. Den habe ich jetzt hier ja, hingestellt für die, ich sag mal jetzt, Anfangsinsel. Mein Weed ist gerade schnell am Trocknen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe jetzt ja ein bisschen was ja, auf Vorrat. Wird aber nicht allzu lange halten. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir gleich mal auch die Joints abgeben, weil ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was produziert. Also jetzt hier 15 Stück. Ging eigentlich ziemlich flott. Ich habe immer noch ein bisschen was über, ne? Und ja, der Mitarbeiter, Gott sei Dank, sammelt für mich schön Geld. Das heißt, ich brauche die Insel erstmal gar nicht mehr machen. Soll ich mal ein wenig Ruhe. Ich werde jetzt noch mal kurz die beiden, während ich da sowieso am rüberlaufen bin, die beiden noch so gesehen das Marihuana abgeben. Habe ich noch was dabei? Jo. Okay. Nein, 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 nein. Au, au, au. Das hat weh. Au. Werde den beiden noch kurz das da hinten verteilen. Ist das hier Archip? Ja, nehme den auch mal mit. So, ich bin jetzt angekommen. Den, dem ich jetzt hier 15 von den ja, Joints abgeben soll. Muss nur kurz gucken. Da. Was ist das? Der neue Mitarbeiter? Okay. Das heißt, er gehört zu mir oder was? Das, okay. Keine Idee. Okay. Okay. Das heißt, ich hätte jetzt... Also habe ich jetzt einen Mitarbeiter oder was? Und da bin ich mal jetzt gespannt. Bin jetzt hier... Oh, ich könnte auch hier ein Haus kaufen. Das ist das... Das ist ja natürlich richtig Bombe. Schau ich mir mal an, wie teuer ist denn die Hütte? Hätte ich gleich gegenüber von dem hier noch eine Hütte dann. Ach, kein fließendes Wasser. Hier so ein kleines Ding, ey. Auch kein Telefon? Nee. Mal gucken. Aber eine schöne, stabile Tür. Vielleicht später. Jo, alles klar. Dann will ich mal austesten, ob ich den jetzt hier, weil da steht ja neuer Mitarbeiter jetzt. Ob ich den hier jetzt hinstellen kann oder nicht, weil es wäre natürlich geil, wenn ich dafür das Archipel nutzen könnte. Zack. Und was ich nicht verstehe, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was falsch mache, aber ich habe hier so ein Türschloss angebracht. Jedes Mal, wenn ich das neu starte, ist er weg. So, oder muss ich den hier extra weiße Mitarbeiter zu? Ich habe keinen. Verstehe ich nicht. So. Was sucht er denn? Oh. Nicht hin? I see that the business is booming, huh? Come over whenever you can. Oh. I've got something for you. Oh, das klingt doch nice, ja. Suche Lenzo, jo, dann machen wir das mal. Ist jetzt zum Glück hier direkt in der Nähe. So, zack. Hier noch irgendwas. Uff. Noch so viele könnte ich... Ach du heilige Kacke. Nur ein Mitarbeiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bereiche könnte ich. Ach du heilige Mutter Gottes. So, moin. Was hast du denn? Pedro, okay. Wie soll ich den anrufen, wenn es nicht geht? Aber da muss ich mal gucken, wie das funktionieren soll. Ach so, ah!
Ach so. Ich bin auch manchmal so ein Dussel. Gleich hier. Oh, da war ich schon direkt auf dem Bar. Oh, nice. Sehr gut. Das ist ja gleich da. Oh, das ist ja fett. Was? Besuche Kleidergeschäft. Besuche Margos. Ne, das ist mir erstmal vor Komforts. Ah, cool. Ich dachte, das Schedule war für mich nur eine andere Bedeutung, als dass ich hier so ein Meeting vereinbare. Deswegen wurmt es mich auch, warum eine Karte aufgemacht hat, weil der da auch nicht wohnt. Also, wo es mir angezeigt wurde. Jetzt macht es auch Sinn. So, gucken, was er dann von mir haben will. Ich snack nochmal eine Wurst. So, wie gut, dass hier keine Patrouillen sind. So, zack. Wo ist er denn? Da ist er. Join Meeting. Oh yeah, business meetings. I know. Ah. Boring. But hear me out. Pleasing that motherfucker will not only gain a bonus to reputation, but also negotiate additional gains. Get better fee conditions, additional employees, or valuable information. Okay. Remember, everything from the choice of place to clothing will influence the effect. Also, don't get cheap on that meal. Okay. Also Klamotten, alles, okay. Oh, nice. Also da, okay. Also über ihn bekomme ich an die Kontakte. Komme ich an Kontakte ran. Oh, neue Mitarbeiter. Nice. Okay, das war's. Oh, geil. Ich habe jetzt Mitarbeiter oder was? Das muss ich sofort checken. Also über diese Meetings komme ich an Mitarbeiter ran. Oh, perfekt, sage ich dazu nur. So. Das heißt, ich hätte jetzt zwei Mitarbeiter. Oh, geil. Bitte, bitte, lass es für mich funktionieren. Dann kann ich endlich Bereich Archipel für mich komplett ausreizen. Ich hoffe, jetzt ist hier keiner. Steht hier jemand? Das Licht ist manchmal so blendend. So, okay. Geil. Das heißt, ich hätte jetzt zwei neue Mitarbeiter. Geile Musik. Die jetzt für mich hier arbeiten. Ich hoffe, dass ich das jedes Mal so machen könnte. So. Also, bitte, 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 bitte. Jawohl. Okay, das heißt, ich baue mir noch einen Schrank. Weil der Laden oder dieser Bereich ist ja gar nicht mal so klein. Nicht genug Geld, aber willst du dich verarschen oder was? 25.000. Da habe ich ihn dabei. 1.000. Ah, ich kann es ja gar nicht anders zahlen, ne? Das war der Mist. Oh, muss ich extra darüber dümpeln jetzt. Aber egal. Denn hier ist ein Mülleimer. Kann ich gar nicht auf. Muss doch irgendwo ein Versteck sein. Nee, da nicht. Schauen wir mal, irgendwo. Ich glaube, da hinten war noch genügend an dem Strand, wo ich davor vorbeigerannt bin. Weil dann habe ich jetzt hier einmal ein paar Leute weniger, die mir auf die Eier gehen, wo ich einfach schön nebenbei verticken könnte. Weil ich glaube, ich muss da jeweils immer einzeln hinlaufen zu den Schränken, um mir das Geld abzuholen. Bus fährt er sowieso nicht. Machen wir mal Lucky, Lucky, Lucky. 21.000 hätte ich schon mal da. Ja. Why not?
Was für da noch? Besuche Kleidergeschäft. Da habe ich oben irgendwo was gesehen. Ich muss immer noch für Laborausrüstung irgendwen hier finden. Hier ist doch was, ne? Ja. Da gebe ich gleich mal 40 Gramm. Maximal. Zack. Tätigen. Wir können direkt hier rumeiern. Da. Mal, jetzt weiß ich ja nicht. Der hat kein Gesicht. Der hat auch kein Gesicht. Sehe ich denn, ob die jetzt, was die benötigen? Ha. Scheint nicht. Aber ich kann ja hier mehr reinpacken. Also hinstellen. Da hier sowieso viel mehr sein wird. Okay. Das heißt, ich müsste noch einmal da runterlaufen, mir nochmal so ein Ding holen. Also hier so einen Kasten. Beziehungsweise was ins Pfandhaus einzahlen lassen. Ich möchte was kaufen. Was hat er denn hier noch Schönes? Also langsam muss ich anfangen, auch draußen so gesehen was zu produzieren. Da bin ich mir überlegen, dass ich das Haus so langsam mal vorbereite. Auch wegen einer anderen Drohart. Aber da bin ich gerade am gucken. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache. Denk mal, hier oben will ich auch nochmal mit Pflanzen anfangen. Denk mal, im Garten reicht das ja aus. Ich brauche erstmal hier. Zack, 3 Stück von. Davon nehme ich auch mal eins mit. Bezahlen will ich es aber. Das kann ich, glaube ich, erst nachher auswählen. Trockner. Oder lasse ich das und hole gleich direkt das große? Ja. Ich hole direkt das große. Was ist das hier? Kleiner Gärbottich. Ich weiß nicht, wofür ich das hier brauche, aber okay. Das klingt mir irgendwie für andere Drogenarten. Ich kenne mich da aber voll nicht aus. Warte mal. Ich brauche ja noch so einen Trockner. Ich hoffe, wenn ich das jetzt freischalte. Da, perfekt. Das wollte ich nämlich. Was denn? Oh, Zucht! Oh, das nehme ich auf jeden Fall mit. Was ist das denn? Druckkocher. Okay. Nee, ich will so einen Trockner haben, so ein Trockengestell. Draußen Trockner? Ist das hier so ein Trockner? Viel Zucht von Pflanzen. Weil ich muss einmal aussetzen. Ich kenne mich damit halt einfach nicht aus. Ah, hier sind die ja. Hybrid-Trockner. Reicht erstmal einer aus. Genau. Oh, maximale Stufe. Nice. So, jetzt gucke ich mal, ob der hier noch ein paar Pflanzen, paar Samen über hat. Ach, nice. Gib her. Also, ich habe jetzt Trockner. Das heißt, ich brauche einmal so einen Luftfilter. Dann brauche ich nochmal hier. Dann brauche ich nochmal Glühbirne. Oh, was bekommt der denn? Eine Glühbirne. Hier brauche ich nochmal. Was bekommt der? Ich glaube hier so eine kleine Glühbirne, ne? Ich weiß es nicht, ich mach's einfach. Für weg. Den könnte ich einmal mitnehmen. Ja. Ich mach's einfach mal weg. Gut.
So. Dann brauche ich gleich nochmal den Laden da unten. Ich brauche erstmal Wasser. Jetzt kann ich von dem hier Wasser kaufen. Das ist natürlich vom Vorteil. Möchte was kaufen? Nee, okay, dann kann ich gleich wieder rausgehen. Ich hoffe, dass die jetzt aber nicht mehr hier sind. War ich überhaupt richtig? Ja. So. Anderen Typen, also den Schrank, den werde ich mir dann einfach die Tage nochmal holen. Aber das nächste Mal erstmal will ich da vorne vorbereiten. Platten. Ja, dass ich da oben erstmal die Cannabisproduktion anbaue oder vorbereite. Wasser. Wasser. Hat der Dünger? Ach, ausverkauft. Scheiße. Aber hier Bags. Da. Oder Päckchen, wie auch immer. Passt. Merci. Was? Mal. Ist es denn. Da. Komischen Tüten hier. Habe ich noch Tabak hier irgendwo? Ne, auch. Hab schon rausgekauft. Okay. Nicht schlimm. Jetzt muss ich nur noch hier nach. Bis denn da ist meine Hütte. Ich hoffe, jetzt ist hier keiner. Ne, perfekt. So, dann müssen wir die ganze Kacke erstmal installieren. Lichtschalter. Licht meine ich. Ah, besser. Also, ich brauche erstmal einen Tisch. Habe ich denn keinen Tisch jetzt hier oder was? Eisendreck. Egal. Ist nicht schlimm. Da lang. Zack. Der bekommt erstmal einen Venti. Zack. Dann habe ich einmal die Box hier. Ja, ich muss noch einen Tisch besorgen. Da kommt mal. Ach nee, geht ja gar nicht. Verdammt. Ja, muss erstmal den hier nehmen. Da. Den hier, das stelle ich mal am besten. Auch noch so ein Behälter. Sind das? Doch mittlerer Behälter. Da kommen wir hier drauf. Okay. So, dann will ich einmal den hier austesten. Ach. Ich hatte es doch gerade gehabt. Da. So. Okay. Achso, okay. Das heißt, da brauche ich Dünger. Okay. Achso, ich muss es ja sowieso erstmal hier alles hier hinpacken. Ne? Da einmal auspacken. Das heißt, warte mal. Ah, jetzt erkenne ich. Ah, okay, das macht ja auch Sinn, dass automatisch. Okay. Jetzt raff ich das. Alles klar, dann. Oh, die Station, ich dachte, ich muss das irgendwie umfüllen lassen, oder? Will man wissen, was aus einem passiert? Wenn ich jetzt einen nehme. Was
was das genau ist. Ach so, das ist. Okay, ich muss es mal erstmal fertig produzieren, bevor ich hier was anstelle. Trockner, das. Jetzt habe ich mir noch geholt. Weg für Pflanzen. Ach so, okay, das ist eigentlich genauso wie das hier. Da kriege ich ja mehr raus. Der braucht aber mehr Dünger, ne? Okay, aber. Das kommt hier hin. Das kommt, da habe ich erstmal ein bisschen mehr Platz. Oh, das ganze Wasser gar nicht. Kann ich für das andere da geben. Aber der braucht erstmal die Tüten. Das kann ich schon geben. Und hier oben, ich weiß gar nicht, wofür ich das hier brauche. Wasser gebe ich dann auch unten. Oh, Glühbirne, geht das hier mit? Ah, perfekt. Nice. Der braucht da mehr Dünger. Okay. So, weibliche. Mehr Sachen raus. Aber wie kriege ich denn. Wie kann ich das denn jetzt auf, sag ich mal, auf die andere Art, weiblich oder wie auch immer halt? Geil, schaue ich mir nachher auf jeden Fall nochmal an. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Dabeisein, wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.